Eine Schande für die Demokratie und eine Verfälschung des Wahlergebnisses. Moralisch sollte man drüber nachdenken. Das wird noch eine spannende Zeit werden, denke ich. Wie kann er überhaupt eine eigene Fraktion mit einer anderen Partei gründen? Wird sich die CDU um einen Sitz reduzieren? Das ist eine Farce. Wir werden diskutieren müssen. Gegen den Wählerwillen. Nur durch die Presse. Allgemein, so wie es durchgeführt wurde, finde ich es sehr bedenklich. Eine Schlammschlacht öffentlich auszutragen, das gehört sich einfach nicht. Natürlich können Sie jetzt eine eigene Fraktion gründen, aber auch da sehe ich ganz große Bedenken. Ich möchte sogar ganz drastisch formulieren. Es ist für mich eine Schande für die Demokratie und eine Verfälschung des Wahlergebnisses. Wenn Herr Wojtkowiak sich da hinstellt und sagt, er hätte einen Wählerauftrag, ist das mitnichten so. Herr Wojtkowiak wurde nicht direkt gewählt, sondern er wurde über die FDP-Liste aufgestellt. Die FDP hat den Platz gewonnen, nicht Herr Wojtkowiak. Ich habe mir seinen Wahlkreis angeschaut. Herr Wojtkowiak hat in seinem Wahlkreis 86 Stimmen bekommen. 86 Stimmen sind bestimmt kein Wählerwille. Das sind 0,13% der Wahlbeteiligten, der Wahlberechtigten. Und davon von einem Wählerwillen zu sprechen, dass er meint, er müsste jetzt sein Mandat hier mit einer neuen Fraktion in der Stadtvertretung ausüben zu können, das ist eine Farce. Für die CDU sieht es wahrscheinlich danach aus, dass wir einen Sitz in den Ausschüssen verlieren würden, weil dort die Sitze neu gestaltet werden müssten. Es muss alles neu aufgestellt werden, nicht nur für die CDU allgemein. Würde es für sehr viel Unruhe sorgen natürlich in der gesamten Parteienlandschaft hier. Für mich in der Person bedeutet das erstmal, dass ich die Fraktionsvorsitz übernehme. Und zum anderen für die FDP bedeutet das, dass wir jetzt neue Ausschussbildung organisieren müssen und auch die neuen Sitzungsregeln alle einhalten. Das ist im Großen und Ganzen erstmal das, was wir in die Wege leiten müssen. Wobei ich natürlich sehr dankbar wäre, wenn Herr Wojtkowiak uns das auch mal schriftlich mitteilen würde. Denn bis jetzt weiß ich seinen Rücktritt nur durch die Presse. Und wir haben überhaupt noch nichts Schriftliches. Genau das von den beiden bürgerlichen Mitgliedern, die ausgetreten oder rausgegangen sind, nichts Schriftliches vorliegt. Wir werden die Ausschussumbesetzung vornehmen. Wir werden die ganzen Formalitäten abarbeiten. Und wir hätten morgen sowieso auf der Fraktionssitzung die Abwahl von unserem Fraktionsvorsitzenden, Herrn Wojtkowiak. Wie ich schon sagte, ist es so, dass wir noch nichts schriftlich vorliegend haben. Von daher müssen wir mal abwarten, ob wir da überhaupt was von ihm bekommen. Und vor allen Dingen auch, wir müssen sehen, dass er eine saubere Abwicklung mit der Fraktion macht. Denn es gibt ja noch den Arbeitsgerichtsprozess da, der noch nicht bei uns weiter geklärt worden ist. Und wir wissen auch nicht, wie weit der Stand im Moment ist. Von daher, das ist alles interessant und es fehlen auch noch Unterlagen, die wir natürlich auch noch benötigen. Des Weiteren wird es für die Stadt natürlich ein bisschen aufwendig leider sein. Eine neue Fraktion bedeutet auch ein zusätzliches Fraktionszimmer. Und die gesamte Umbesetzung der Ausschüsse müssen wir in der Stadtvertretung dann auch wieder beschließen, so wie die Aufsichtsräte müssen auch neu besetzt werden. Und das wird noch eine spannende Zeit werden, denke ich. Also wir haben jetzt statt 7 haben wir demnächst dann 8 Fraktionen in der Stadtvertretung. Das macht sicherlich die Mehrheitsfindung in der Stadtvertretung nicht einfacher, aber auch nicht wesentlich komplizierter. So eine Fraktionsneugründung ist jetzt auf kommunaler Ebene auch nichts Ungewöhnliches. Das gab es hier in Norderstedt auch schon, gibt es überall im Lande, ist es immer wieder zu lesen. Also insofern ist das jetzt nichts Ungewöhnliches, dass sich hier 2 zusammengefunden haben. Vor allem, weil die Gräben innerhalb der FDP-Fraktion während der letzten Stadtvertretersitzung im vergangenen Jahr auch deutlich, für jedermann deutlich sichtbar waren. Dadurch, dass wir jetzt 8 Fraktionen demnächst in der Stadtvertretung haben, werden sich, nach meinem Kenntnisstand, wird sich die CDU um einen Sitz reduzieren in den entsprechenden Ausschüssen, weil die beiden sich ja zu einer Fraktion zusammengefunden haben, mit Antragsrecht und Ausschusssitzen dann entsprechend vertreten sein werden. Insofern dürfen wir gespannt sein, welche Anträge hier demnächst kommen, ob gegebenenfalls auch die Ausschüsse die Mitgliederzahl der Ausschüsse erhöht werden soll. Wir werden gespannt sein, was da auf uns zukommt in den nächsten Tagen und Wochen. Also zuerst muss ich sagen, dass es natürlich eine spannende Situation für uns ist, weil wir in unserer Arbeit bis jetzt so etwas noch nicht kennengelernt haben. Ganz genau, was jetzt daraus für uns resultiert, kann ich jetzt auch noch nicht sagen. Wir werden natürlich jetzt bunter werden, eine Fraktion mehr. Wir werden diskutieren müssen unter den Fraktionen, ob wir in den Ausschüssen bei 14 Mitgliedern bleiben oder ob wir aufstocken auf 15, was natürlich der CDU sehr gelegen kommen würde. Für mich ist allerdings nur spannend, bleibt diese neue Fraktion bis zum Ende der Wahlperiode auch eine Fraktion?
persönlich kann ich es mir im Moment noch nicht so vorstellen. Ich kenne beide, Herrn Wojtkowiak und Herrn Tedens, und ich hatte eigentlich eher gedacht, dass sie in den meisten Themen eher eine kontroverse Meinung einnehmen. Ich bin gespannt. Auf jeden Fall wird es für uns sehr spannend werden. Natürlich für die Bevölkerung auch. Wie positioniert sich Herr Wojtkowiak, wenn es um Themen geht, die die FDP betrifft? Ich weiß jetzt noch gar nicht, ist Herr Wojtkowiak noch Mitglied der FDP? Kann er überhaupt eine eigene Fraktion mit einer anderen Partei gründen? Das sind alles Fragen, die wir noch zu klären haben. Es wird sehr spannend werden. Also für die SPD selber ändert sich erstmal überhaupt nichts, dadurch, dass das keine Auswirkung auf uns direkt hat. Allerdings hat das natürlich Auswirkungen auf die Zusammensetzung der Ausschüsse, dass jetzt eine weitere Fraktion gebildet wird. Ich glaube, in diesem Fall wäre es so, dass die CDU jeweils einen Sitz abgeben müsste. Also grundsätzlich halten wir das für schwierig, wenn jemand aus einer Partei austritt, seinen Sitz mitnimmt. Das ist rechtlich ja zulässig, das ist okay. Aber man letzten Endes dadurch den Wählerwillen ein bisschen korrumpiert. Aus meiner Sicht ist es so, dass Herr Wojtkowiak ja über die Liste der FDP gewählt worden ist. Also er ist nicht direkt gewählt worden. Ich glaube auch, wenn man sich anguckt, wie viele Stimmen er bekommen hat, hat er eher eines der schlechteren Ergebnisse der FDP bekommen und sagt jetzt, dass er für seine Wähler weiter eintreten will in einer neuen Fraktion. Das passt aus meiner Sicht nicht, denn er ist ja schließlich über die FDP-Liste gewählt worden und nicht über die Herr Wojtkowiak-Liste. Also von daher arbeitet er letzten Endes jetzt gegen den Wählerwillen an und behauptet, es sei für den Wählerwillen. Das finde ich schwierig daran. Wie gesagt, rechtlich ist das korrekt, aber moralisch sollte man drüber nachdenken. Weitere Informationen und Termine aus der Region finden Sie auf dem Online-Portal Ihres Stadtmagazins.